Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Wir haben es geschafft, im ersten Rennen der World Motorsport Championship in die Punkte zu fahren. Überraschend, eigentlich. Das ist eigentlich sehr, sehr gut, weil letzte Saison haben sie insgesamt nur, ich glaube, das Team auf Platz 6 hat nur 4 Punkte geholt. Wir haben jetzt schon 4 Punkte. Das heißt, eigentlich ist es sogar sicher, dass wir in der Liga bleiben können. Oder fast sicher. So, Chab Chab, Lepone gewinnt. Ja, das ist super. Interview. Justo Gentile wurde heute von Aki Lepone geschlagen. Sehen Sie ihm einen Kandidaten für die nächste Saison? Vielleicht, aber bis zur Vorsaison ist noch viel Zeit. Oh, habe ich meine Fahrer ein bisschen unglücklich gemacht. Er ist aber ein guter Fahrer, da kann man machen, was man will. So, Reparatur ist abgeschlossen. Jawohl. So, die sind soweit fertig. Dann machen wir erstmal die Bremsen, die einen Tag vorher kaputt sind. Genau, die sind vorher kaputt. Ich weiß halt nicht, könnten natürlich auch mal ihr Getriebe ein bisschen pushen. Ne, machen wir das nur so. Und Sponsoren. Gucken wir mal. Die Sponsoren sind natürlich auf 400.000. Und 1,5 Millionen. Die nehmen wir doch direkt mal. Dann können wir dann auch direkt mal, wenn wir schon so viel Geld die Saison machen, auch unsere Fabrik mal verbessern. Weil ruhig alles schneller geht. Dauert zwar jetzt, wie lange die Bauzeit? Steht das irgendwo, wie lange das dauert? Beute erweitern. 30 Wochen. Puh, das ist ganz viel. Also, damit habe ich nicht gerechnet, dass es so lang dauert. Erstmal den Motor ein bisschen upgraden. So, Pause. Okay, sie hat schon mal. Vielleicht hat sie auch wieder Probleme halt, aber. Das dürfte eigentlich kein Problem sein am Schluss. So, er kriegt die Bremsen. Ich bin etwas unzufrieden. Mein Fahrzeug sollte mehr leisten als von ihr. Ja, wir sind am Anfang der Saison noch. Sei mal ruhig hier. Windkanal. Ne, wir kriegen noch keinen Windkanal. So, Nachrichten. Tüften. Das ist gut. Kurvenverhalten und Marktfähigkeit gestiegen. Was gar nicht so schlecht ist. So, dann versuchen wir auf Platz 10 zu kommen. Moment, wenn wir schon mal so die Chance haben, Geld zu kassieren, dann können wir das auch so machen. Dann verdienen wir vielleicht pro Rennen halt weniger. Weil wir halt nicht dieses Ziel erreichen. Aber dafür können wir durchfahren. Das heißt durchfahren. Ja, egal. Zumindest haben wir dann viel Geld für nächste Saison. So, das wollte ich eigentlich sagen. Wenn wir pro Rennen ungefähr fast 1 Million plus machen. Und wenn wir sogar das Ziel erreichen, machen wir sogar 1 Million plus. Jetzt weiß ich gar nicht genau, wie stark das die Bremse jetzt war. Egal. Müssen wir halt gucken. Wie das Ganze hier so läuft. Ich gehe davon aus, dass mittlerweile auch die Folgen jetzt länger werden. Das kann ich erst sagen, wenn jetzt dieses dann Wochenende vorbei ist. So, Buraus fährt und Gentile fahren. So, Japan. Die fahren aber auch diese ganz große Strecke. Daher braucht man da ein bisschen mehr Flügel. Also ich brauche fast auf jeder Strecke vier Flügel. Ich hoffe mal, dass das ein gutes Setup ist. So. Wir testen die Medium-Reifen und die Supersoft-Reifen. Da wir ja beide Fahrer jetzt haben, die halt
bei beiden immer einen Vorteil haben. Jeder wird auf jeden Fall mit den Mediums reifen. Sehr wahrscheinlich vielleicht nur einen Stopp machen. Vielleicht gar keinen Stopp. Doch, eigentlich ein Stopp muss drin sein, wegen Reparaturstopp. Monchettino kann mit den Supersoft-Reifen fahren, relativ viel. Aber wir haben nur sehr, sehr wenig Medium-Reifen mitgenommen. Aber egal, wie geht's im Training? Und direkt rausfahren. Wir fahren einen 3-Stopp-Stint. 3-Stopp-Stint, genau. 3-Runden-Stint. Mit den Medium-Reifen auf dem Qualifying-Trim. Und guck mal, wo wir landen. Weil, wie gesagt, am Anfang der Saison kann man da noch gut was an Punkte holen. Noch ein bisschen Geld sparen für die nächste Saison. Was will der hier? Der will soll weg. Genau, danke. Weil es ein Steinemannwagen. Der ist halt schneller. Zumindest noch. Also ich hoffe mal, dass so ein 3 vielleicht im 4. Jahr schon um Siege kämpfen kann. Oder vielleicht so ein Überraschungssieg mal, ja, vielleicht nächste Saison schon schaffe. Der Wagen ist ja jetzt nicht schlecht, ne? Vielleicht können wir den Motor auch dann wechseln auf ein anderes Aggregat. Den Motor, den wir jetzt haben, der hat zwar gute Treibstoffeffizienz, hat aber nicht gerade viel Power, was wir gerade auf der Geraden ja sehr, sehr stark sehen. 1,4 Sekunden, 2,2 Sekunden am Rückstand. So, Schintino, du fährst gleich in eine dritte Runde. Das heißt, du kannst den Motor und die Reifen ein bisschen mal benutzen. Um vielleicht die Zeit zu verbessern. Okay, die ersten fuhren auch mit den Supersoft-Reifen. Die benutzen wir ja wirklich erst am Schluss. Constantino kann seine Zeit verbessern. Hat bisher eine Sekunde Rückstand. Wir sind ungefähr unsere Stärke wirklich, wo wir eigentlich so stehen. Wir stehen jetzt schon im Mittelfeld. Fünfter. Wow, gute Zeit von Gentino. Und Buras als Zehnter. Also die Möglichkeit auf Platz 10 zu landen ist gar nicht mal so schlecht wieder. Im Qualifying. Weil ja, Windsor, Van Dort und MRT Racing. Oh, schlechter Abtrieb. Sind eigentlich auch nicht so gut, wie man gerade sieht. Weniger oder mehr? Ich gehe mal auf weniger kurz. Auch vorne ein bisschen weniger. An sich muss man, finde ich, jetzt mehr haben. Aber dadurch, dass man schneller fährt. Ein 4-Runden-Stint. So. Ja, Buros hat ein besseres Abtriebpaket. Wir gehen aber mal ein bisschen weniger. Ich glaube, es ist sogar noch ein, sogar gut, dass wir jetzt weniger hier drauf packen. Geschwindigkeit mal ein bisschen erhöhen. Und dann so. Die Supersoft mit einer Runde oder 4 Runden. Renndauer nur. Aber wir rufen sie direkt rein, um zu gucken, halt, wie das Setup ist. Jetzt halt wir auch mal mit den Supersoft-Reifen. Am Schluss brauchen wir eigentlich nur noch dann am Schluss wieder die Soft-Reifen, weil wir denen hier schön durchfahren können. So mit einem Stopp-Strategie. So, Gentino. Oh, das Abtrieb ist besser geworden. Die Geschwindigkeit ist schlechter geworden. Okay, willst du mehr Beschleunigung haben oder was? Dann brauchst du aber mehr Flügel. Wo war das hier? Bei dem I, zwischen I und D und G. Dann gehen wir mal mehr auf Beschleunigung. Wenn wir noch ein bisschen hier dran drehen. Jo, haben das Fahrverhalten wieder auf den auf einen guten Punkt. Wir fahren jetzt dann komplett bis zum Ende. Und wenn es halt nicht passt mit der Geschwindigkeit, wie es hier auch nicht passt. Dann gehen wir nämlich auf die andere Seite. So. Genau andersrum. So, jetzt passt es wieder.
Hoffen wir, dass Geschwindigkeit, also die Beschleunigung eher hier zählt, anstatt die Geschwindigkeit. An sich schon, Beschleunigung ist hier sehr, sehr wichtig, finde ich. So, den Motor drehen wir ein bisschen auf. Auf hoch, Reifen bleiben auf neutralen Stellung. Mit 1,7 Sekunden bin ich wirklich zufrieden. Wir haben selbst 2 Sekunden fast Vorsprung auf die hinteren Leute. Das ist genauso eine erste Saison wie in der Asienmeisterschaft. Das heißt, wir hätten nur am Anfang ziemlich viele Probleme gehabt. Läuft jetzt besser. Okay, beide sagen, Geschwindigkeit ist besser geworden. Das hört man und gefällt einem auch. 2,2 Sekunden im Rennen drin. Nur hinter der Bestzeit jetzt gerade. Das kann... Okay, er hat 3 Sekunden. Der Boros. Low, legt aber einen guten ersten Sektor hin. So, Gentile wird wieder ungefähr um die 2 Sekunden Rückstand haben. Jo. Pendelt sich so bei 2,6 Sekunden pro Runde ein. Wir sind aber auch im Rennen drin mit den Reifen. Er hat 3 Sekunden Rückstand. Also knapp nur geschlagen an seine Bestzeit. Ja, Leponen, der fährt jemand eine neue Bestzeit. Wieso machst du das? Das gefällt mir nicht. Hab mal ein bisschen Respekt an langsamere Teams. Aber wie in echt eigentlich vorne fahren Mercedes, Red Bull und Ferrari in Meisterschaften hier rum. Obwohl Sharp jetzt zur Zeit eigentlich der Titelträger ist, oder die Titelträgerin, ist ja jene Frau. Und der Wagen ist ja auch der Meisterwagen von letzter Saison. Wir verbraten aber ziemlich viel Sprit gerade. Oh, ja, haben wir schon geschafft. Mal gucken, mal, vielleicht können wir den Qualifying drin noch ein bisschen erhöhen. Ah, gut, dass wir es auch geguckt haben. Das ist auch nicht da, wo es sein sollte. Genau dazwischen vielleicht. Hier. Ja, wir nehmen mal den Zwischenraum. So, 3 Runden Qualifying mit den Medium-Reifen. Die halt nicht lange halten, ne? 14 Runden nur. Oh, bei ihm sieht es besser aus. Können wir da noch irgendwas? Ich glaube, da... Ne, das Maximum. Einzige, was ich mal probieren könnte, ist halt ein bisschen in die andere Richtung kurz zu gehen. Aber wir haben gerade ein 95er Setup. Das ist gut. Ah, Moment. So, ich gehe davon aus, dass es jetzt nicht so schlimm ist, wenn wir einen Millimeter rüber gehen. Hoffen wir, schaffen wir es noch, dieses Ding voll zu machen. Wir hätten 15% auf alle Reifen. Oder alles, was wir brauchen. Und wir könnten eigentlich Volldampf geben, ne? Komplett. Mit Reifen und Motor. Okay, Reifen machen wir nicht komplett, aber den Motor. Ja, wir können sowieso noch maximal 2 Runden fahren. Dann setzen wir vielleicht noch eine etwas bessere Zeit hin. Um vielleicht in die Top 10 noch zu... in der Top 10 sind wir noch. Okay, 1,2 Sekunden Rückstand nur. Wenn wir auf 1,9... Er konnte Woodford nochmal überholen. Versucht natürlich jetzt noch mal eine Runde. Er konnte sich auch ein bisschen steigern. Auf Platz 12. Oh, Cedino wird noch mal schneller. War aber zu erwarten. 1,1 Sekunden. Na, Platz 7 ist in Reichweite. Nee. Aber wir konnten uns eigentlich ja schon auf Platz 8 festigen. Gute Aussichten, die wir haben. Leponen führt als erstes. Ja. Vor allem ist Lippon wieder sehr, sehr stark hier drin. Ein Regen-Qualifying. Mal gucken, wann der Regen kommt. Oh, direkt am Anfang. Das heißt, wir werden auf jeden Fall einmal mit Intermediates rausfahren. Und dann vielleicht mal gucken, vielleicht haben wir auch das nötige Glück und fahren halt eine trockene Runde. Wir fahren aber direkt raus. Und eine schöne freie Runde haben für beide Fahrer. Falls zum Beispiel dann nicht vorkommt, dass wir
das halt nicht trocken wird, dann haben wir zumindest eine Strecke, die ja nicht so nass ist am Anfang. Damit sind wir die Ersten, die draußen sind. Mal wieder. Und jetzt wird wieder trockener. Oh, ganz toll. Ja, vielleicht wird es noch am Schluss nasser. Oh. Feuchter. Fertig aus. Ein bisschen trockener wird's. Vielleicht regnet es aber durch. Die Reifen sind nicht warm genug. Was hast du denn gemacht? Und dann hast du noch Verkehr. Ja, bei Chitino kommt jetzt alles zusammen. Na, ja, es wird wieder komplett trocken noch. Sekunden Rückstand. Okay, mit Trockenreifen haben wir auf jeden Fall nochmal. Das heißt, ich fahre auch direkt raus mit Trockenreifen. Oder fast direkt raus. Vielleicht wird es nochmal nass. So, dass wir genau so ein Fenster haben, um mit der trockenen Zeit zu fahren. Oh, richtig schlechte Runde haben beide hingelegt. Wir warten ein bisschen. So, jetzt können wir rausfahren. Mit den Supersoft-Reifen. Ja, bei Chitino war auf jeden Fall viel Pech dabei. Bei der seiner Runde. Fängt sie wieder an. Es wird wieder kälter. Könnte. Aber wir sind die Ersten, die mit Trockenreifen unterwegs sind. Da kommen die Nächsten. Hoffen wir, dass wir noch freie Strecke kriegen. Nee, es bleibt trocken, sehr wahrscheinlich bis zum Schluss. Gute Aufwärmrunde von Chitino. Den wir aber jetzt nicht beobachten mal, sondern mal die Edda. Und er hat wieder Verkehr. Oh wow, wir sind mit den Trockenreifen ein Stückchen schneller als die Bestzeit von Lepone auf Intermediates. Jawohl. Und sie schafft es noch nicht mal mehr. Oh Gott. Wir können aber noch einen Versuch starten. Aber zumindest sind wir weit vorne erstmal. Und so wie es aussieht, schafft keiner die Zeit von Chitino. Und es wird wieder nass. Da haben wir vielleicht Glück. Das heißt, wir bleiben jetzt in der Boxengasse. Und müssen dann abwarten, wie die Zeiten sich entwickeln. Ja, ich weiß, aber wenn die Strecke nass wird, brauchst du nicht mal rauszufahren. Wir sind jetzt halt noch auf Pole Position. Wo ist Platz 2? Wo fährt Lepone? Da kommt Lepone. Und die Strecke wird jetzt nass. Was vielleicht langsamer macht? Nee, das ist jetzt erstmal einen richtig guten ersten Sektor dahin. Oh, er verliert aber Zeit. Auch wenn das immer noch ein guter erster Sektor ist. Achso, wir sind ja mittlerweile nicht mehr Erster. Nur Sechster. Verliert ziemlich viel Zeit. Dritter oder so. Ne? Wir sind Vierter. Hey, Vierter. Wow, zweite Startreihe. Hey, 13. ist die Saison nur noch. Am Schluss noch überholt worden von ein paar Fahrern. Chitino mit einem richtig guten Ergebnis im Qualifying. Der gehört in diese Liga. Vielleicht nicht der beste Fahrer. Aber immerhin vorne. Lundqvist ganz hinten. Der wird hier das komplette Feld aufwühlen. Genau wie die hier, die beiden McLaren. Ist ja nicht so wie in echt, dass sie hinterherfahren. Nur eine halbe Sekunde. Auch geschuldet dadurch, dass der Regen kam. Ein trockenes Rennen am Start.